Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Heute weitere Impressionen von meiner Laufstrecke. Das heißt, ich bin meine Laufstrecke zum ersten Mal komplett gelaufen, 12 Kilometer. Und ja, in Petershagen-Borstel wird dann eine Runde gelaufen. Hört sich gar nicht so viel an, aber es ist eine Steigerung von 8 auf 12 Kilometer. Und ich muss sagen, ich habe richtig zu kämpfen gehabt. Es war nun auch sehr warm, so ein bisschen Gewitterluft. Man wird es nachher noch an den Wolken, denke ich, ganz gut sehen können. Und ja, hatte ich ordentlich zu pumpen. Hier sind wir schon in Petershagen-Borstel und ich finde das mega schön. Also richtig, richtig toll. Ich weiß gar nicht, was das links ist, was da auf dem Feld angebaut wird. Sieht so ein wenig wie Schilf aus. Ist auf jeden Fall total klasse. Und hier die Wolken finde ich auch mega, mega nice. Man sieht da auch Gewitterluft. Also war schon etwas ambitioniert. Hier übrigens kann man so, ja, ein Stück weit von dieser Runde sehen. Und hier im Wald eben hat man auch gesehen, also zum Teil hat die Sonne richtig, richtig gebrezelt, wobei ich das Überbelichtete bei den Aufnahmen manchmal auch liebe. Kann ich anders sagen. Also hier so, boah, Nordrhein-Westfalen denkt man nicht, mega, mega schön. Und jetzt kommt ein Fasan. Da fliegt der. Am Ende des Videos zeige ich dir nochmal in Zeitlupe. War ein tolles Erlebnis. Also man läuft und auf einmal fliegt so ein Fasan, der saß da irgendwo im Gras hoch, macht ein Mordspektakel. Also war total toll. Jo, diesmal die Gele schon mehr als die Hälfte. Und ich habe mal versucht, ganz kurz ein, zwei Libellen zu fotografieren bzw. zu filmen. Wollte aber auch nicht zu lange Pause machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich laufe nur nicht auf Zeit oder so. Aber natürlich versucht man durchzulaufen und möglichst wenig Pausen zu machen. Wobei hier ja, die Pause tat auch wirklich Not. Und von daher einen schöneren Platz, um Pause zu machen, gibt es kaum. Jo, das alte Forsthaus finde ich auch immer ganz toll da im Wald. Von daher zeige ich nochmal die Sequenz, wie ich da so langlaufe. Auch das immer wieder total schön und mega, mega toll. Ja, und damit sind wir dann auch schon fast am Ende des Videos. Wie gesagt, den Fasan bzw. das Fasanenweibchen, das fliegt hier nochmal, zeige ich nochmal. Und mit den Bildern sage ich ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Ciao.